Ich würde euch gern begleiten, dass den Brandstiftern hier muss Gerechtigkeit widerfahren. Das kommt man nur auf so eine wahnwitzige Idee. Also solange ihr nicht eine genaue Erinnerung an die Gesichter der anderen Brandstifter habt, fürchte ich, dass das nichts wird. Die sind weg. Es hat sich angekündigt und die Stadtwache hat auch nichts dagegen unternommen. Es stand im Türen. aventurischen Boten und naja, Was? es gab wohl immer wieder Konflikte wegen diesem Turm, weil er höher war und naja, es scheint wohl auch vielleicht gezielte Aufwiegelung gewesen zu sein. Ich weiß, wo ist dieser Bote? Frosty, habe ich ihn liegen lassen, habe ich ihn mitgenommen? Also hat er mir den gegeben oder hat ihn zurück in den Den aventurischen kannst du Boden? meinetwegen auch haben. Das ist okay. Okay. Dann würde ich ihn den anderen mal reichen. Hier, das haben sie mir gezeigt. Anscheinend treffen sie Natürlich. sich schon seit einiger Zeit und naja, haben das irgendwie schon länger machen wollen. Weißt du denn, wer dieser Anführer von diesem Mob war? War das Ja, dieser tatsächlich Mogus, da wie er heißt. der Zwerg? Da scheinen wir genau den richtigen gegriffen zu haben. Immerhin etwas. Aber die Ist doch anderen eigentlich klar, dass scheinen die. aus Überzeugung hinter ihm hergegangen zu sein. Sie waren weder vom Alkohol berauscht noch sonst was. Sie schienen sehr überzeugt von ihrer Sache zu sein und naja. Waren da auch welche von unseren dabei? Ja, aber ich habe sie aufgehalten. Ich hätte versucht, alle aufzuhalten, aber ich meine, anscheinend war das schon tagelang geplant. Ich bin hier ganz neu in der Stadt. Sie hätten mir wahrscheinlich gar nicht zugehört. Wie, und haben die irgendwie mitgemacht bei dem Sie. Feuerding? Sie. Sagen wir so, sie haben sich ein bisschen mitreißen lassen. Aber als ich mit ihnen gesprochen habe, da haben sie sich sofort überreden lassen und sind umgekehrt. Mit denen sollen wir zurück. Es darf doch. Es darf noch. Ich glaube, ich muss mir von Uktan mal die Peitsche ausleihen lassen. Wie? Immerhin hat von unseren Männern keiner gezündet, was schon mal gut war. Den Rest können wir mal bei Zeiten klären. Oder nicht? Okay. Warte Ich ich werde dann sie auch nicht nochmal. verraten, sonst wissen sie, dass ich es war und das kommt nicht besonders gut. Erstmal will ich, dass bis morgen, bis der Austausch vonstatten geht, alles unter Dach und Fach ist und jeder von uns bei Samuld ausgeruht ist. Also geht und legt euch hin. Erzählt mir nochmal genau, was da war, Jalan, in ein paar kurzen Worten. Ach ja. Kommt mit. Ja, es wird dann auch erstmal die anderen noch in Richtung des. Oh, sorry, Haus der Randstein geführt und Wascher dann, wenn uns niemand belauscht, kurz in Bilde gesetzt. Dass dieses Schwert vorher hier übergeben soll und wir gedenken, die abzufangen. Ja, ich hab's ja OT mitgekriegt, das muss ich alles mal erzählen. Gut. Ja, dann werden Habt ihr wir euch dann denn schon ab. Gedanken gemacht, wie ihr damit vorgehen wollt? Ein paar, ich will mir das alles, wir werden uns das alles heute Abend erst einmal ansehen und dann meinen genauen Plan machen. Gut. Gut, dann werden die anderen abgeladen und ich mache mich mit Myria und Ephadaris, wenn er unbedingt mit will, nochmal kurz auf zum Schiff, um Kleidung zu holen. Ja, Ja, Wascha wird euch auch die begleiten und zu unterrichten. Wetterkleidung, Wind- und Wetterkleidung? Oder? Nein, den zweiten Wappenrock, den ich habe machen lassen. Ah, ja, total wichtige Dinge. Den Nun, Sie Wappenrock werden wohl mit einen Schwarzdobrier erwarten, nicht wahr? Schwarztopel. Welches schwarztorische Wappen hast du da ausgesucht? Dunkelstein. Dunkelstein. Würdest du Rodrigo auch nachts noch abstellen, beim Schiff allein zu bleiben, weil dann bleibt Bosch auf jeden Fall mit da. Ich weiß es nicht. Er kann machen, was er will. Ist mir egal. Ja, kannst du generisch durchtauschen, wenn du willst. Achso, die Söldner, dann steht da irgendein anderer Söldner. Richtig, die Söldner haben auch Dienst, die werden ebenfalls nochmal auf heute Abend vertröstet. Kurz zur Orientierung. Ihr habt jetzt den zweiten Zar. Ihr seid ja am ersten Zar abends angekommen. Jetzt habt ihr die ganze Nacht über durch Feuer gelöscht. Zweiter Zar, bis 6 Uhr habt ihr ja, die Feuer bekämpft, plus 6 Stunden. Das heißt, jetzt ist es ungefähr so, ja, 12 seid ihr aufgestanden, 13 Uhr.
Und losgehen soll die Sache am 3. Zar um 4 Uhr morgens. Also in der Nacht auf den 3. Zar? Naja, der 3. Zar 4 Uhr morgens. Dementsprechend, richtig, deswegen, ja, 12 Stunden. Deswegen marschieren wir jetzt kurz all den Bogen durch und ziehen uns dann ins Drachenstein zur Planung zurück. Ja, Ornaldinbogen ist ein, den Platz hatte ich ja schon beschrieben. Auch hier werdet ihr dieses Mal wieder bettelnde oder Verliebte treffen. Also Verliebte, die dann da drunter sich treffen, kurz als Treffpunkt, und dann von hier aus weiter marschieren. Oder Bettelnde, die dann ja mit versehrten, verwundeten Armen wahrscheinlich in irgendeinem topischen Krieg mal gekämpft gegen die Borberadianer oder vielleicht sogar im Orkensturm noch oder im Ogerkrieg, also je nachdem, wie alt sie sind oder wie erfahren. An Versehrten mangelt es hier nicht. Denn das ist der Eingang Pforte zu den Schwarzen Landen. Und dementsprechend, wenn die aus Tobrien hier lang kommen, dann halten die in Walduser. Hier ist nicht sicher darunter. Ich sehe da zwei Eingänge in diese Gasse. Gibt es da noch irgendwelche signifikanten Nebenstraßen oder führt das alles in abgeschlossene Hinterhöfe? Wenn du die hölzernen Tore und Pforten durchbrichst, dann kannst du auch in den Innenhof gelangen. Aber die stehen normal nicht offen. Genau, normalerweise abends, nachts stehen die nicht offen, ansonsten kannst du eben hier oder hier durch so einen kleinen Gang gehen und dann stehst du im Innenhof und kannst dann in andere Gebäude oder sowas vordringen, die dann im Innenhof sind. Mhm. Alles sehr dicht gebaut, wie gesagt, weil Insel und wenig Platz. Auf der anderen Seite der Brückenstiege, Tobrischer Hof, ist das ein Gasthaus? Obi, was? Danke drauf, da. Der Tobrische Hof. Moment. Ebenfalls in Nähe gelegen sind die beiden größten Hotels, der Tobrische Hof und der Märkische Hof. Gehören den Schwestern Kreow, die einander allerdings spinnefeind sind. Gleich neben dem Tobrischen Hof befindet sich die Schenke Schlange und Federkiel, in der sich bevorzugt Gelehrte und Magier treffen. Und da gibt es wohl auch ein kleines Sindeschrein. Das heißt, hier könnte man auch Dragoniter treffen. Und es gibt hier auch noch ein weiteres kleines Etablissement, die Taverne zur Sumpfranze in der Hutzelgasse. Okay, das war sehr viel mehr, als ich wissen wollte, aber danke. Gut. Dann haben wir alles gesehen und können uns, denke ich, zur Planung zurückziehen. Hier Schlag und Federkind. Ja, Ideen. Wie wollt ihr euch darauf vorbereiten? Jalan hat schwarz-tobrische Rüstung an, beziehungsweise Wappenrock. Was machen die anderen? Wie wollt ihr dieses Treffen, wie wollt ihr dem entgegengehen? Nun, es könnte sein, dass der Bote des Schwertes die Gassen jetzt schon im Auge behält. Das heißt, wenn wir uns da in einem näheren Gebäude hin verschanzen wollen, können wir uns, das sage ich jetzt mal, vielleicht durch ein Gebäude in eines der Hinterhöfe, in einen der Hinterhöfe bringen und dann von hinten in eines der Gebäude. Könnten die Bürger dort ja auch leicht entlohnen. Machen wir einmal hier auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. Dann können wir da, falls er flüchten möchte, der Bote ihm direkt den Weg abschneiden. So, da bin ich wieder. Also, hat jemand Ideen und da wollt ihr erstmal hören, was ich mir ausgedacht habe? Weil Ayos sagte, abschneiden, Weg abschneiden. Genau, gut. Wir haben, wie sicherlich mittlerweile hoffentlich alle wissen, insgesamt 10 Söldner. Die teilen wir in zwei Gruppen auf. Eine davon setzen wir in den Tobrischen Hof. Eine davon stellen wir in eine der Nebengassen zum Ornaldinbogen.
Rindijan, ich möchte gern, dass ihr die Maraskanerin dabei ja, anführt, ihn unter die Schulter greift, was auch immer nötig ist. Okay. Ich denke zwar, dass sie auch alleine zurechtkommen würden, aber das mache ich gerne. Ja, aber ein wenig mehr Magie schadet da vermutlich nicht. Wie gesagt, ich möchte gern, dass ihr im Turmischen Hof in der Nähe der Tür sitzt, während Ritter Jagold und seine Männer sich im Hintergrund halten. Am Ephadaios, so leid es mir tut, ich möchte euch eigentlich gern nicht in der Nähe des Tors haben und würde euch zusammen mit Ritter Jagold in eine Seitengasse stellen. Ja, das halte ich auch ganz für klug. Gut, dann werden Myria und ich uns in den Torbogen stellen, das Schwert entgegennehmen. Sobald wir den haben, werde ich einmal laut pfeifen und die beiden Gruppen stürmen die Straße. Aber da haben wir doch drüber geredet. Wäre es nicht klug, den Boten in dem Glauben zu lassen, dass jetzt alles weiter nach Plan läuft? Ja, ich muss gestehen, es behagt mir nicht, diese Boten einfach so laufen zu lassen. Ein Paktierer, wieder die Götter und ihr wollt ihn laufen lassen, gerade als Geweihter? Nun, wie ich eine Sache in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass man manchmal das kurzfristige Wohl opfern muss, um das langfristige zu bewahren. Habt ihr mich gar nicht eingeplant, Jana? Ich weiß nicht, wo ich euch brauchen sollte oder brauchen könnte. Ich verlasse mich darauf, dass du schon am besten weißt, wo du am nützlichsten bist. Und, ich bin Seid ihr mit sicher, dass ihr Rindijan. Myria mitnehmen wollt? Ich könnte euch auch begleiten, das Schwert übernehmen. Und ihr könnt mich auch beide begleiten. Aber wie viele erwartet ihr denn? Erwartet doch nur einen, oder? Warte, ein oder zwei höchstens, aber Ich man weiß meine, ja wollt nicht. ihr Myria der Gefahr aussetzen, dass sie dort einem Paktierer gegenübersteht? Ich habe es auf dem Schiff schon mal gesagt, Eisen wird heiß geschmiedet. Myria ist mittlerweile alt genug und ich Ihr kann sie müsst mich nicht nicht. verteidigen, ja? Klappe, noch bin ich hier der Herr. Ich mein Wascher. Was soll denn das? Ich bin genauso alt wie du. OT ist sie nicht. Jedenfalls hat Myria an dieser Stelle nicht ganz Unrecht, auch wenn sie reichlich aufsässig ist. Und sie kann nicht ewig vor allen Gefahren dieser Welt verborgen werden. Ich wäre gar nicht so aufsässig, wenn die Anleitung vielleicht ein bisschen besser wäre. Hör mal! Also ja, dann ich denke auch, dass ihr manchmal einen Ton mit Leuten, die euch unterstellt habt, drauf habt. Ich hab's auf dem Schiff schon gesagt. Vielleicht solltet ihr ein bisschen an euch arbeiten. Aber das stimmt schon. Ja, du bist ein bisschen temperamentvoll. Also, das ist ja eigentlich eine gute Sache, aber ich meine jetzt in der Situation, Oh wenn du Jana, vielleicht da. könnt ihr manchmal ein bisschen netter sein. Oh. Zu all euren Untergebenen. Meine Als Worte, ich darum geht's doch Knappe jetzt gar war, war nicht. mein Sch Als ich Knappe war, war mein Schwertvater auch nicht nett zu mir. Und aus mir ist auch was geworden. Ja, aber ihr seid kein Kapitän mehr. Ihr seid zwar ein Ritter und ihr könnt mir zwar sagen, wie ich sein soll, aber wir sind nicht mehr auf dem Schiff. Das heißt, Wascher und Pritigian, die Fadaios können tun, was sie wollen. Das können sie in der Tat. Ich will ihnen noch keinen Strick draus drehen, wenn sie das tun. Jetzt, nicht klappt und die Leute entkommen, dann seid ihr schuld. Also, wie wäre es denn jetzt damit, dass, also wenn wir keinen Verdacht beim Boten erwecken wollen und die Übergabe planmäßig verläuft, dann verhalten wir uns still. Und ja, dann, wenn da was schief läuft, dann kannst du über ein Signal, ich weiß nicht, ob du pfeifen kannst oder so, ja, Alarm schlagen und dann wissen alle Truppen Bescheid, dass wir die Gassen dicht machen. Positionieren wir denn welche auf dem Dach? Nach Aber jetzt Möglichkeit haben wir würde ja Schippen dabei. Dann würde es Sinn machen. glaube, eine von den Raskanerinnen konnte Dinge werfen, aber sonst. Also, wenn ihr die mittelreichischen Söldner als Fernkampf haben wollt, geht das auch. Die haben dann Pfeil und Bogen oder Armbrust, je nachdem. Okay, mache ich. Machen wir. Ich glaube nicht, dass wir die von hinten brauchen. Ist dann die Frage, wollt ihr im Nahkampf Sachen abdecken oder wollt ihr im Fernkampf von oben beschießen? Dann sind die halt, naja, außer Reichweite und außer Gefahr, aber dann könnt ihr halt mal Gassen entbüschen, je nachdem, wo sie dann stehen oder wo sie nicht stehen. Nee, ich will Ich ja auch glaube, wir welche haben haben, genug dass die. Leute, hier auf die Dächer und in die Gassen zu stellen, oder? Wenn wir zwei je Gasse haben, dann haben wir auch noch welche für Fernkampf übrig.
Also ich hätte sie ganz gern auf den Dächern und wenn jemand wegläuft, wird er halt erschossen. Oder was denkst du? Ich denke auch, wir sollten welche auf den Dächern postieren. Also jetzt gerade habe ich... Ich erwarte, dass sie von der Brückenstiege herkommen werden. Und wir machen dann mit drei Leuten die Gasse dicht und von hinten kommen die Maraskanerinnen. Und die Söldner können dann von den Dächern aus Deckung geben. Oder glaubst du, sie könnten von der anderen Richtung kommen? Spielt das eine Rolle? Wir haben noch auf allen Seiten Leute postiert und können auf allen Seiten den Weg versperren. Nun ja, es war... Also, kurz die Frage, ich habe jetzt die Maraskaner alle in diese Richtung getan. Kommen jetzt alle vom Tobrischen hoch. Dann stehst du erstmal hier alleine. Mit drei auf dieser Seite, drei auf dieser Seite und diese hier sind noch offen. Das ist jetzt das, wie ich euch erstmal so irgendwie angeordnet habe. Ihr könnt das natürlich noch anders machen, aber so habe ich jetzt verstanden. Also ich, wie gesagt, ich hätte gern mindestens eine Person bei mir. Aber ich glaube, es sollte Wascher sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob derjenige, der uns das Schwert übergibt, nur eine oder mehrere Personen erwartet, die es entgegennehmen. Gefasst wurde immer nur einer. Ja. Das ist wahr. Ja, das ist ja riskanter für dich. Ich glaube, Jalan hat Angst. Das ist ja okay. Du bist kurz davor, dir einer zu fangen. Ich spreche doch nur die Wahrheit aus. Ihr müsst euch dafür nicht schämen. Es gibt einen Unterschied zwischen Wahrheit und Höflichkeit. Also ich glaube, Mirja ist für die Mission ein bisschen zu aufbrausend und du solltest Wascher mitnehmen, ja dann. Ich denke auch. Wascher, ihr könnt euch doch bestimmt als Bettlerin ausgeben. Bettlerin? Natürlich. Was? Leichtes Mädchen in deiner Begleitung. Also ich meine, Wascher ist doch schon sehr hübsch und... Also, da läuft ja nichts, weil sie ist ja mit Rodrigo und so, aber... Ich kann alles Mögliche sein. Ich als Gauklerin habe ich mich auch verkleidet. Wir sind ja auch aufgetreten und haben Theaterstücke vorgeführt. Na siehst du, das passt doch. Nur nicht mal am besten... Ich weiß es nicht. Aber es gibt doch hier ganz viele Liebespaare. Ja eben. Ach, deswegen wolltest du unbedingt mit, Julia. Ich will da auch gar nicht mit. Ich sag nur, dass Jalan dann eine Angst hat. Deswegen geht er ja auch nicht alleine. Für sowas habe ich mein Auge verloren. Ah, das hast du verloren, um Mirja zu beschützen? Das hätte sie gern. Nun ja, egal, kommen wir zurück zu der Sache. Bevor wir noch weiter über Straßen und Blockaden reden, Evadarius hat nicht ganz unrecht. Es könnte einen strategischen Sinn haben, den Boten ziehen zu lassen. Meinungen dazu? Ich bin dafür, dass wir ihn auch festhalten. Welchen Sinn hat es? Zu wem wird er gehen, wenn er die Übergabe gemacht hat? Stimmt, er wird nicht nach Tomrien gehen, sondern zurück zu seinen Herren in... wo auch immer er spioniert. Und selbst wenn er es tun sollte, er ist doch vom Mittelreich über die Berge wochenlang gereist, um hierher zu kommen. Ich glaube nicht, dass er so schnell zu irgendjemandem kommen könnte, der sein Auftraggeber ist. Aber das Meer ist nicht weit entfernt, die blutige See auch nicht und... Aber wenn er in die blutige See stechen wollte, würde er doch vermutlich das Schwert mitnehmen und direkt nach Mendena bringen. Also was ich meine, diese Paktierer, die bekommen ja auch immer besondere Gaben von ihren dämonischen Freunden. Woher wisst ihr das denn? Nun, ich vermute es einfach. Wir Geweihte, wir können nun im Gebet Kontakt aufnehmen zu unseren Heimattempeln. Aber halt auch nur im Gebet. Also dafür hat er jetzt keine Zeit, aber... Wieso ist es eigentlich an diesem Bogen? Was hat es denn mit dem Bogen auf sich? Ich meine, vielleicht ist da eine besonders starke Energie oder so? Ja, es ist dunkel dort und da treffen sich die Pärchen, wenn sie sich... Brindigian und ich haben eine... Wir haben halt gerade... Bogen gemacht. So. Ich denke auch, dass es eher daran liegt, dass ich dort allerlei...
Gesinde herumtreibt. Was, wenn sie zur Übergabe heimlich etwas vorbereitet haben? Auf dem Boden, diese komischen Kreise, die sie immer malen, oder so. Ja, ich meine, sie haben diese Losung, oder? Dann haben wir auch etwas vorbereitet und wir werden sehen, mit wem die Götter sind. Darf ich kurz fragen, wo wir jetzt stehen sollen? Klappe. Gut, also, festsetzen oder gehen lassen? Festsetzen, definitiv. Am besten gleich die Kehle durchschneiden. Der Wascher wird davon nicht so begeistert sein, oder? Das sind Paktira. Das sind doch ganz keine genau. Menschen mehr. Gut aufgepasst. Also gut finde ich es nicht. Aber muss ich das dann machen? Nein. Wenn Evadaios sagt, das ist in Ordnung, ich meine, er ist ein Geweihter, dann ist das schon in Ordnung. Erstmal wird hier niemandem die Kehle durchgeschnitten, bevor wir nicht wissen, was Sache ist. Also, noch hat der Kerl seine Seele nicht verloren an die 12 Widersacher. Ich meine, wir müssen ihn nicht sofort töten, wenn es reicht, gut, den Kampf unfähig zu machen. Wir setzen den Übergeber also fest. Okay. Ich habe mal gehört, Brindijan, dass es so einen Kreis gibt und wenn er in diesem Kreis läuft, kann er nicht mehr weg. Stimmt das? Ich weiß, was du meinst. Ich überlege auch, ob wir sowas machen können. Nur derjenige, der den Pakt geschlossen hat, für den wird es nicht wirken. Nur wenn er als Unterstützung einen Ungeschaffenen dabei hat, für den könnte es funktionieren, dass der nicht in den Kampf eingreifen kann. Ah. Wäre das nicht besser für uns? Sollten wir das nicht trotzdem machen? Ich denke, wir sollten vermeiden, dass der vielleicht auch ein Kundschafter, der vorgeschickt wird, Lunte riecht, bevor wir das Schwert haben. Sieht man das denn? Nun ja, also ich brauche auf jeden Fall eine Weile, um diesen Bannkreis zu zeichnen. Sicherlich, Also die Hälfte eines Stundenglases werde ich vielleicht brauchen, wenn ich mir Zeit nehme und es gründlich sein soll. Und man sieht natürlich auch den Kreis. Natürlich ist es dunkel, aber die Chance besteht immer. Aber kann man den Kreis mit schwarzer Kreide malen und dann, wenn es Nacht ist, und ein bisschen Erde drüber oder so? Und dann sieht man es nicht mehr. Und vielleicht unten an den Torbogen. Und Jalon stellt sich genau in die Mitte. Sicher, man kann ihn an irgendeine Wand oder unter die Decke, man kann ihn auch mit schwarzer Kreide zeichnen, aber das Wichtigste ist, dass er nicht beschädigt wird. Ich fürchte auch, dass ein Magier, der nach halber Stunde lang im Torbogen kniet und Dinge zeichnet, nicht unbedingt unauffällig ist. Ich hocke mich einfach neben ihn und mach das, naja, was da halt so Gesindel macht. Ich bin mir nicht sicher, was Rodrigo davon halten würde. Ich tu doch nur so. Rodrigo und ich haben darüber geredet. Aber hier, was, wenn Brindijan als Handwerker verkleidest und er so tut, als würde er da Ausbesserungen vornehmen? Also versuchen kann man es. Nun, wenn ich fertig bin, wird dort ein Kreis mit magischen Symbolen an der Wand oder auf dem Boden sein, den ihr vermutlich nicht anfangen könnt, aber der euch auf jeden Fall auffallen wird, wenn ihr ihn seht. Malst du den von unten an den Torbogen? Aber wie soll ich da hinkommen? Der ist sicherlich 6 Schritt hoch. Mit einer Leiter? Ich bin dagegen, ich halte das für zu riskant. Okay. Beim nächsten Mal dann, Brindijan. Ich meine, wenn Magister Brindijan sich sehr sicher ist, dass das alles glatt läuft, dann versucht es aber. Ich habe auch, ehrlich gesagt, eher Angst, dass dieser Paktierer jemanden hat, der uns beobachtet oder die Stelle beobachtet und dann das Ganze ablässt. Denkt auch immer daran, dass unser erstes Ziel ist, so schmerzhaft das auch manchmal klingt, das Schwert zu bekommen und dann erst den Paktierer.